Lass uns mal kurz ein Video zusammen anschauen und dann gucken, was das Ganze mit der aktuellen Crash-Gefahr am Aktienmarkt zu tun hat. Now you just had a wreck. Da, ganz normaler Weg zur Arbeit wahrscheinlich. Get out the car! Get out! Get out! Tires are flat! Vielleicht auch einfach die Kinder dringend zum Kindergarten bringen oder zur Schule. Keine Zeit. Hier, der Dude. Boba, geil, ganz normal. Glaub an dich gut. Hast du schon die Scheibe einzuschlagen mit der Faust. Immerhin angehalten an der roten Ampel, auf jeden Fall. Vernünftig. Und auch nicht. Jetzt wohl gemacht. I got in the car. You need some help over here. I got you. Sir. Ma'am. We got it. I know I'm buckled, sir. Yeah. I didn't do anything, sir. You just tried to kill 10 people. No, I didn't, sir. Alex, push back. No. Sir, stop! Sir! I didn't do it! Stop! Why have you done... Stop! Ja, ganz klare Sache. Ich hab nichts gemacht. Offensichtlich nicht. Get it! Make it fit! No. Ja, natürlich, die Frau hat nichts gemacht. Ja, das ist ja wohl klar, das sieht man natürlich. Ich hab nichts gemacht, sagt sie. Und das solltest du vielleicht auch machen. Also nicht alles, was dir in den Weg kommt, kaputt fahren und vielleicht sogar ein paar Leute umheizen und dann behaupten, du hast nichts gemacht, sondern einfach wirklich nichts machen.
Es gibt Videos, Artikel, Podcasts und was nicht alles ohne Ende und jeder, den du triffst, erzählt dir, wie schlecht es um die Welt bestellt ist und alles geht nur noch bergab und von hier aus heißt es nur noch Rezession und Depression und Crash, also noch mehr Crash als jetzt schon, mindestens geht es nochmal 70% runter und all das verunsichert dich noch mehr und macht dich ganz wild. Stimmt das? Soll ich alles verkaufen und dann billig einkaufen, wenn alles 70% im Minus ist? Aber weißt du was, 70% sind doch nichts. Ich werf 95% in den Ring. Und zwar die Aussage, dass 95% der ganzen Panikmache nur Lärm sind. Lärm, der gemacht wird, um dich davon abzuhalten, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das war schon immer so, bei jedem Crash. Erinner dich nur mal an 95% der Meldungen rund um den Corona-Crash. Etwas noch nie da gewesen ist, noch nie da gewesen war auf jeden Fall die Erholung an den Aktienmärkten. Wie auch immer, mindestens 95% aller Meldungen von damals haben heute keine Relevanz mehr. Und haben dich im schlimmsten Fall davon abgehalten, ein paar schöne Aktienschnäppchen zu machen. Denn das ist es, worauf du dich konzentrieren sollst. In gute, solide Unternehmen investieren. Dich darauf konzentrieren, diese Unternehmen dann zu kaufen, wenn sie im besten Fall billig oder zumindest fair bewertet sind. Und wenn du dann weißt, dass du ein korrektes Unternehmen im Depot hast, mit einem Geschäftsmodell, das auch in 10 oder 20 Jahren noch relevant sein wird und mit einer vernünftigen Unternehmenshistorie, die dir zeigt, dass das Unternehmen auch Krisen gut überstehen kann, dann gibt es nichts, wovor du dich fürchten musst. Denn Unternehmen wird es immer geben. Die Menschen brauchen die Waren und Dienstleistungen einfach und hier wird gearbeitet und Geld verdient. Und zwar auch für dich als Anteilseigner. Und ja, der S&P zum Beispiel mag immer noch hoch bewertet sein und meinetwegen ist da auch nochmal 50% Abwärtspotenzial. Wer weiß das schon? Aber genau deshalb ist das Investieren in Einzelaktien eigentlich fast unumgänglich. Hier weißt du genau, wo und in was du investierst und kannst genau schauen, ob du zu viel oder doch lieber zu wenig bezahlst. Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit ein Video zu günstigen Dividendenwachstumsaktien gemacht. Seitdem sind einige davon sicher noch um einiges günstiger geworden. Ich denke, das wäre sicher eine gute Anlaufstelle, um mal zu schauen, ob da etwas für das eigene Portfolio dabei ist. Okay, also, was hat das ganze bizarre Video nun mit Aktien zu tun? Natürlich nichts. Manchmal ist es nur einfach besser, sich mit dem Wauzi ein geiles Fahrerfluchtvideo reinzuziehen, als sich mit dem tausendsten Crash-Gelaber verrückt machen zu lassen. Also blende den Lärm aus und konzentriere dich jetzt darauf, gute Unternehmen zu finden, die du jetzt günstig in dein Depot einladen kannst. Gibt es da vielleicht etwas, das du gerade ordentlich einkaufst? Dann lass es einen kleinen Wauzi wissen. Oder wenn du noch Inspiration brauchst, dann ist hier das besagte Video. Das war's von mir, deinem Wall Street Wauzi, aka The Wauz of Wall Street, und das ist mein Outro. Wall Street, Wall Street Wauzi, Wauzi, Wall Street, Wauzi, Wall Street, Wauzi, Wauzi, Wauzi.